Willkommen zurück zu einer neuen Folge Saw the Game. So, in der letzten Folge haben wir ja doch ein bisschen was gemacht. Wir haben ja so einen kleinen Schiebwagen-Bombenraum überstanden. Ein kleines Schalterlichträtsel. Ja, überstanden. Und ich habe jetzt diese Kombination vergessen, die wir ja dadurch gefunden haben. 206, Schnitters Gedächtnis lässt mal ein wenig nach, mal wieder. 206, nicht 260. 206. So. Oh shit, Mann! Oh fuck! Ja, dann lass mich doch mal in Ruhe, Mann! Oh, fuck you! Shit, Mann! Ich hoffe, ich überlebe das noch irgendwie! Oh, weg! Das Ding explodiert ja! Oh, fuck! Fuck, Mann! Heilung! Heilung! Dröhnt dir doch die Heilung ran, Mann! Alter, wir waren fast tot! Fuck, Mann! Alter, ich hab ihn mit der Kanone verfehlt. Zweimal! Größter Fail des Games bisher. Unglaublich. Scheiße, verflucht. Okay. Ganz in Ruhe erstmal eine kleine Memo lesen. Patienten-ID. Name geschwärzt. Das, wir haben so eine schon mal gefunden. Da handelte es sich um die Akte von Jigsaw. Aber ob das hier auch wieder wirklich wieder der Fall ist? Schwer zu sagen. Besteht darauf, dass seine überragende Intelligenz und Selbstkontrolle den Missbrauch seiner Kindheit unwichtig werden ließen. Andere oft zu seinem eigenen Vergnügen manipuliert. Stationäre Behandlung wird empfohlen. Ich glaube nicht, dass sich das um Jigsaw dreht. War das eine Ratte? Das war unser Schatten. Oh Mann, Schnitter. Guck mal genauer. Oh, Heilung! Wir haben ja gerade eine Spritze verballert, weil wir ja fast gestorben sind. Ja, der Typ mit den Bomben hat es echt in sich. Den kann man echt nur auf Distanz killen. Wir kamen einfach nicht mehr weg. Beutel mit Puzzleteil 2 von 2. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie wieder zu dem Raum zurückkehren, wo wir ein Puzzle lösen müssen. Aber wo zum Henker war dieser Raum nochmal? Ah, Moment, die Tür ist neu offen. Müssen wir jetzt den ganzen Weg zurücklaufen? Ich meinte, der Weg war ganz schön weit. Vielleicht hat sich irgendwo eine Abkürzung geöffnet. Müssen wir mal gucken. Da müssen wir wieder unser schönes Baugerüst zurückraxeln. Mit diesem mega unnötigen Weg hier unten, dass wir erst ganz runter und dann drüben wieder rauf müssen. Komm schon, Depp, kraxel doch mal ein bisschen schneller. So, wo war das jetzt? Na, da geht's ja nicht durch. Da muss das hier hinten irgendwo gewesen sein. Wo war denn das jetzt? Waren wir hier noch gar nicht drin? War das ein Draht gespannt? War der Raum vorher zu oder haben wir den nicht gesehen? Hier ist ja eindeutig eine Falle. Ich komme nicht ran. Jetzt!
Hier komme ich ran. Da drüben kam ich einfach nicht ran. Der Schrank war im Weg. Feuerzeug brauchen wir nicht. Krücke auch nicht. Ja, Heilung, die können wir gebrauchen. Den machen wir auf jeden Fall noch kurz auf. Ist der relativ leicht. Komplett. Okay, dann ballern wir uns immer eine rein. So, aber volle Energie. Volle Spritzen. Und noch eine Fallakte. Jigsaw entgeht der Gefangennahme. Wieder von Oswald. Geht's um uns, dass wir es anscheinend nicht geschafft haben. Ja, der leitende Ermittler Detective Tapp hat es nicht geschafft, Jigsaw zu verhaften. Und dabei ist ja Detective Singh ums Leben gekommen. Ja, hier geht es auch nochmal darum, dass ja, wir nicht abwarten konnten auf Verstärkung und dadurch als total inkompetent dargestellt werden. Nehmt dem Mann seine Marke ab. Das hat also Oswald geschrieben. Okay, Oswald. Das ist ja nicht so nett, wa? Wo mussten wir denn jetzt nochmal hin? Fallen dürften eigentlich keine mehr sein. Wir waren ja hier überall. Ach, hier ist wieder unser... unser Wandmaler im Ruhestand. Hier geht's rein, aber... oh, oh. Ihr seht das, was ich sehe, oder? Da hinten ist so ein Drehding. So ein Ventilteil. Ich habe eine ganz, ganz miese Vermutung. Oh, shit. Können wir da irgendwie noch... können wir da irgendwie noch einen anderen Weg nehmen? Ich glaube, das ist eine Gasfalle. Wir hatten so eine schon mal, da waren auch so eine Heizungslüfter und auch so ein komisches Scheibendrehding da hinten. Und das war eine Gasfalle und ich glaube, es ist hier auch eine. Gibt es denn jetzt eine richtige Wand, wo wir durchflüchten können? Nein, okay, wir gehen rein. Wir gucken, was passiert. You're gonna kill me, aren't you? Oh God. I've never killed anyone, Oswald. I gave them a chance, which is more than what you gave Detective Tapp. Tell me, why did you condemn a man with your words that did nothing to you? He did. He wouldn't give me access, info on the Jigsaw. And you, he tried to shut me down. Me. I'll back down for nobody. Never have, never will. Unless the good detective doesn't hurry, we will see how flexible you are. Wie biegsam er ist. Die Tür geht auf. Kontrollpunkt. Ja, Gas! Geile Scheiße! Ey, das ist eine Falle noch! Wollt ihr mich verarschen? Wasser? Ventil! Nichts mit aktivieren! Ventil, Ventil, Ventil! Ach du Scheiße! Wir probieren den. Energie im Auge behalten, der passt nicht. Der vielleicht. Der? Nope, der funktioniert nicht. Ich brauche einen anderen. Den. Komm, 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 komm. Jawohl. Verdammt nochmal. Alter, komm, alles rein, dröhnen an Heilung, was gibt's? Aber meine Vermutung war richtig. Man hat's von außen schon gesehen. Dieses Teil und diese... naja... Belüftungs... Dinger. Alter, gut, dass wir die Falle in dem Raum gesehen haben. Das ist das Gute der Taschenlampe. Diese Drähte von den Fallen, die schimmern immer so ein bisschen. Zwei Hypos sogar gleich, haben wir gar nicht gebraucht. Hätten wir jetzt ein Feuerzeug gehabt, wir wären so tot gewesen bei dieser Falle, hundertprozentig. Alter, diese Ventilräder, die sind echt mega nervig. Oh, dunkel. Ich sehe schon wieder nichts. Ah, Moment. Scherben, Scherben, Scherben. Ganz vorsichtig, Tab. Das ist ein Draht.
Nee. Sah erst so aus. Okay, da geht's hoch. Hä? Wieso höre ich jetzt hier diesen Saw-Soundtrack? Wir haben noch gar nichts ausgelöst eben, oder doch? Haben wir irgendwas ausgelöst eben? Jetzt bin ich verwirrt. Was haben wir denn ausgelöst? Wir standen doch da einfach nur rum. Lösen Sie das Puzzle, steht hier einfach nur. Aber wo kommt der Soundtrack her? So als ob man irgendwas ausgelöst hätte. Merkwürdig. Das klingt so wie Gas, aber hier ist gar eins. Jetzt sag nicht, in dem Raum kommt Gas und wir müssen uns da mit Gas zusammen ein Puzzle lösen. Das wäre natürlich ultra hardcore. Aber ich sehe hier keins. Ne, hier ist keins. Puzzle zusammensetzen. So. Wie verschieben wir die? Ach, durch Anklicken. Okay, das könnte ein Jigsaw-Dreirad werden. Ich bin jetzt nicht so gut in Puzzeln. Aber der müsste ungefähr dahin. Der da. Ja, das sieht gut aus. Der würde, glaube ich, hier oben Sinn ergeben. Oder andersrum. Das könnte jetzt ein bisschen dauern bei mir. Da bin ich nicht so gut drin. Ich glaube, die müssen ein tiefer, kann das sein? Kam mir so hoch vor. Erstmal das nach außen, wo ich weiß, dass es hier nirgendwo hinpasst. Das ist schon mal der Lenker. Der würde ja da irgendwo Sinn ergeben. Ah, nee. Der muss nach außen irgendwo. Der müssen die doch nach oben. Haben wir noch einen mit Rot am Rand. Ach, ich und Puzzeln. Unglaublich. Ah, der passt. Der passt schon mal. Dann müsste der Lenker irgendwo dahin. Das passt doch da oben noch gar nicht. Das passt dort oben nicht. Ah, der kommt da außen hin. Jetzt nimmt's doch ein bisschen Form an. Das kommt hier nach außen. Okay. Aber wohin mit der Hand? Das ist ein Stückchen von... Wo ist eigentlich sein anderer Schädelteil? Da fehlt ja noch eine Ecke. Ah, hier. Okay. Müsste der dorthin? Nee, nicht ganz. Ergibt da irgendwie mehr Sinn? Der ergibt dort gar keinen Sinn, aber der. Ist das die andere Hand? Das ist ein Stück Arm. Ich hasse Puzzeln, habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube eben gerade, ne? Ah, da kommt der Lenker hin. Der muss der... Doch eigentlich... Ich glaube, ich habe ich das zu hoch? Nee, so. Aber das da oben in der Ecke ist noch verkehrt. Da kommt der hin. Der muss irgendwie noch einen niedriger. Der Lenker muss einen niedriger.
muss nach ganz unten. Ah, ich glaube, wir haben es bald. Es kann sich ja nur noch um Stunden handeln bei mir. Da ergibt der keinen Sinn, aber der. Der dort rüber. Irgendwie ist sein Arm zu hoch, ne? Stückchen runter muss das alles. Jetzt muss es nur hier unten noch richtig werden. Nee. Wo ist denn jetzt da unten noch der Fehler? Ich würde sagen, die beiden. Auch nicht. Jetzt passt's. Ah, Puzzeln ist nicht meine Stärke. Hat leider ein bisschen gedauert, Leute. Sorry. Aber wir haben es gelöst. Ja, was soll man machen, wenn man nicht weiß, wie die Lösung ist? Dann kann es schon mal ein paar Minuten länger dauern. Da ist Oswald. Das müsste Oswald sein. Ich schaue mich erstmal um. Da ist ein Timer. Und da sind Stromkästen. Der rechts sieht verdammt groß aus. Es müsste Oswald sein. Wir haben ihn ja schon reden hören. Aber irgendwas stimmt mit der Soundfile hier nicht. Ich höre die ganze Zeit diese Soundtrack-Mucke, die ja gar nicht hingehört. Irgendwie gefühlt. Hm. Okay, werden wir sehen. Ich werde wohl hier den Part mal kurz beenden und versuchen, diesen Soundfehler zu beheben. Vielleicht löst er sich auch automatisch in der nächsten Folge. Das sehen wir halt auch beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.